Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Pax. Es ist jetzt doch noch Samstag Nacht oder Sonntagmorgen, besser gesagt, schon relativ spät, aber ich habe einfach Bock, noch eine Aufnahme zu machen. Ich werde jetzt noch eine Aufnahme machen mit im besten Fall halt zwei Spielen. Und dann die restlichen Spiele halt am Sonntag, beziehungsweise gegebenenfalls am Montag, sollte ich die am Sonntag nicht alle schaffen. Kommt auf an, wie viel Zeit ich mir nehme, wie viel Zeit ich habe, wie es läuft, wie viel Lust ich habe und so weiter und so fort. Und ja, was soll ich sagen? Ich will konzentriert spielen, ich will nicht solche dummen Fehler machen und ich will endlich mal mit der Premier League richtig durchstarten. Aber ich habe echt schon ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht so richtig eingespielt bin. Das merke ich auf jeden Fall und ich hoffe einfach mal, dass es langsam wird, gerade auch Benteke, De Bruyne. Vielleicht versuche ich auch teilweise wieder einfach zu viel, aber das ist zu viel. Ich muss halt einfach versuchen, das ist natürlich ein sehr starkes Team. Muss einfach versuchen, Hector, 84er. Ach, ist Hector aufgestuft worden? Hat Info um Hector etwa einen Boost bekommen? War da eigentlich ein 83er? Dann müsste ich den vielleicht nochmal für Plattenhardt probieren. So, jetzt in Ruhe spielen und vor allem besser die Chancen nutzen. Aber ich glaube halt, ich habe auch einfach den Fehler, oder nicht den Fehler gemacht, aber einfach wieder teilweise zu viel erwarte von meinen Spielern. Weil ich halt auch einfach weiß, das sind ein paar krasse mit dabei. Arnautovic, De Bruyne, Mané. Naja, was soll ich machen? Spielt keine Rolle. Ganz ruhig weiterspielen und dann drehen wir das Spiel schon noch. Natürlich ärgerlich, dieses frühe Gegentor, aber ich habe auch versucht dran zu bleiben, der eine Spieler bleibt halt nicht dran. Und dann schafft es leider durchzupassen, kann man nichts machen. Danke. Sehr schöner Pass auf Mané. Schade. Ich habe leider nicht wirklich die Anspielstation gesehen. Aber es gibt immerhin die Ecke. So, und dass Benteke ja Tore nach Ecken kann, wissen wir. Deswegen jetzt einfach wieder eine schöne Flanke auf Benteke und dann mit dem Kopf rein. So, ganz in Ruhe. Da macht es auf jeden Fall relativ gut bisher. Mischung aus Schade. Mischung aus Pressing und Räume zu laufen. Aber wir hatten jetzt auch einen guten Angriff, also wir haben Chancen.
Okay. Darf halt einfach nicht passieren. Aber er macht es uns halt einfach nicht. Er macht uns halt leider nicht leicht, durchzukommen. Das ist das Problem gerade. Sehr schön. Oh, nice luck. Schön durchgespielt. Können wir froh sein, dass es nicht 2-0 steht. Versuch ruhig zu bleiben. Ich denke, wir werden in der Halbzeit mal die Formation wechseln. Das klappt so einfach nicht. Schwacher Pass, oh mein Gott. Sehr schwacher Pass. War auch ein schwieriger Pass, klar, aber er war auch schwach. Denke, ich gehe mal in eine andere Formation rein. Es läuft nicht gut. Ach, dieses scheiß Gegentor, ey. Hat er halt einmal gut durchkombiniert und bums aus, das war's. Nee. Okay. Kein guter Winkel für eine Flanke, aber ich probiere es trotzdem, einfach weil wir kopfballstarke Spieler haben. Und ja, weil wir kopfballstarke Spieler haben. Und wer macht's? Benteke. Wer denn sonst, verdammt nochmal? Krass, hat 3 Tore bisher gemacht. Das waren alles Kopfballtore. Jetzt sogar der erste aus dem Spiel. Sehr geil. Das hat er halt einfach drauf. So, jetzt bitte mal noch geile Tore aus dem Spiel ohne Flanke, also einfach mal mit dem Fuß oder sowas, wäre auch geil. Ja, ob das jetzt mit der Formation zu tun hat, ist natürlich die andere Frage, das glaube ich eher nicht, aber ich probiere die trotzdem mal weiter. Nein, war natürlich nicht der Plan, aber egal, ist geklärt. Sehr gut.
Alter, war das gerade ein Pass von Mané und so richtig, richtig schlecht? Ich glaube. Solche Tore habe ich gemeint. Das habe ich gemeint mit Benteke. Genau sowas erwarte ich von ihm. Einfach richtig geiles Tor aus dem Spiel heraus. Nice, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Oh mein Gott, haben wir einfach mal das Spiel gedreht. Das sah in der ersten Hälfte überhaupt nicht so aus. Deswegen einfach dranbleiben. Aber das ist halt einfach, solche Tore erwarte ich von ihm. Sehr geil. Ich hoffe, er spielt so weiter. Nice. Guter Abschluss. Ich lasse mal die Formation, weil wir hatten jetzt auch defensiv bisher ganz gut gefallen. Nur ein Distanzschuss, glücklicherweise. So, hier können wir getrost immer weit abschlagen mit Benteke. Okay, es geht mal näher ran. Wieso, weiß ich nicht. Sehr gut von Reed. Unglaublich gut. Ich glaube, es ist vielleicht doch besser, wieder aus 4-3-2-1 zu gehen. Weil ich glaube, er kann sich hier einfach noch besser durchkombinieren. Ah, ich gehe wieder aufs 4-3-2-1. Ich fühle mich nicht gut damit. Arnautovic. Ich überlege gerade, ob ich mal wechsle. Was ich halt auch mal probieren könnte, wäre zum Beispiel Mané drin zu lassen, weil De Bruyne hat genauso viel Ausdauer. Und den aber mal als ZDM dann zu spielen. Ich glaube, das könnte richtig fett werden. Also, De Bruyne auf rechts macht natürlich keinen Sinn. Jetzt haben wir nämlich direkt den Wechsel, sehr schön. Was? Kein Foul? Das ist aber böse. Oh, da haben wir Glück. Schöner Schuss von Touré. Der ist auch heiß auf sein erstes Tor. Das merke ich. Hat echt einen sehr guten Abschluss für einen Sechser. So, Benteke, mach mal noch ein Kopfballtor. Ganz in Ruhe weiterspielen. Ja, das war der Plan. Aber ich schon im Abseits, sehr gut. Waren wir denn zuletzt dran? Komm, Ribéry, du hast noch Pace.
Das war schlecht von mir. Das war richtig, richtig schlecht. Jetzt wird's eklig. Es sei denn, er macht ihn zu weit. Sehr gut. Was macht er denn? Das war's. So, ja, nice! Oh krass, wir haben echt das Spiel gedreht und gewonnen. Wie geil ist das denn? Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ob es so richtig verdient war. In der ersten Hälfte war der Gegner auf jeden Fall besser, in der zweiten war ich vielleicht besser. Und Benteke ist ja auf jeden Fall Gamechanger gewesen. Richtig, richtig geil. Vorlagen einmal Arnautovic und Kanté. Ja, mit Mané, man macht immer Mané wieder was. Und mir hat aber Mané die paar Sekunden, die ich ihn hier als ZM gespielt habe, ganz gut gefallen. Das ist eigentlich eine gute Option, so dass wenn ich dann irgendwann wechsle und finde, dass die Spieler halt ausgepowert sind, dass ich einfach, falls Mané noch genauso viel Ausdauer hat wie De Bruyne, dass ich einfach Mané dahin ziehe, weil Mané hat eigentlich die besseren Werte als De Bruyne in Bezug auf allen. Dribbling, Körperstärke, Abschluss, Pass, Pace natürlich. Der einzige Vorteil von De Bruyne ist halt, dass er einen 4 Sterne auf dem schwachen Fuß hat und Mané nur 3, aber die Vorteile überwiegen. Deswegen werde ich das, glaube ich, in Zukunft so machen, dass ich De Bruyne einfach wechsle und Mané in die Mitte ziehe, aber halt nur, wenn Mané auch noch mindestens genauso viel oder mehr Ausdauer hat. Also wenn jetzt De Bruyne irgendwie weniger in Erscheinung getreten ist in dem Spiel und dann halt deutlich mehr Ausdauer hat, dann lasse ich ihn. Er ist ja auch ein guter Mann. Aber nice, das zweite Tor von Benteke war richtig geil. Aber auch das erste war natürlich krass, weil Kopfballtor, hallo nach einer Flanke. Ich sage auch noch, schlechte Situation für eine Flanke und so, aber es klappt trotzdem. Ich denke, wäre unterm Strich vielleicht dann durch meine zweite gute Halbzeit eher ein Unentschieden gerechtfertigt gewesen. Oder leistungsgerechter gewesen. Sehr geil. Also muss ich auf jeden Fall in Zukunft immer versuchen, auf Benteke zu flanken. Das sollte absolut klar sein. Das ist so kopfballstark. Wie gesagt, ich glaube, sehr schöner Part auf Benteke und das ist dann auch so ein schweres Tor, meine Freunde. Gleich diesen Knaller ein. Vor allem, wie er sich dann noch mega aus, also hier erstmal schöner Laufweg von Benteke, auch im richtigen Moment gepasst. Hätte man auch über den Laufpass nachdenken können, aber ich habe mir gedacht, ein kurzer Pass wäre besser, weil ein Laufpass sorgt dann einfach dafür, dass er hier in den Raum läuft. Und ich will ja eigentlich nah zum Tor bleiben. Und das ist dann eigentlich schon ein relativ schwieriges Tor. Schöner Pass von, wer spielt den? Ach, das ist von Arnautovic, alles klar. Krass, was macht denn der da? In der Mitte, aber egal. Also, von mir aus einfach in der Mitte bleiben. So, und dann der Pass auf Benteke, der hier den Ball schön annimmt, direkt stoppt. Ja, und dann dreht er sich um den Torhüter herum. Also er macht dann hier noch so eine schöne Kurve. Zwar nur leicht, aber das sieht man auch, dass er so leicht angeschnitten ist mit dem Vollspann quasi. So leicht habe ich über den Spann laufen lassen und da ist er halt so angeschnitten und geht dann nahezu, ja, also auf jeden Fall unhaltbar und nahezu perfekt. Natürlich wäre noch Platz gewesen, ne? Hätte noch ein bisschen nach links gekonnt, aber das ist scheißegal. Er geht unhaltbar ins Eck und ein wunderbarer Schuss, ein wunderbarer Treffer. Und genau solche Tore hoffe ich mir in Zukunft auch. Benteke hatte bisher noch keine hundertprozentigen, die er machen musste, also nicht, dass ich mich daran erinnere. Er hatte halt bisher eigentlich nur Halbchancen, wie die zum Beispiel, und die machte halt. Das ist sehr geil. Ich freue mich, sehr schönes Spiel, aber ich merke schon, es ist spät und ich glaube, noch ein Spiel mache ich nicht. Wenn der nächste Gegner wieder so gut ist wie der, werde ich einfach Probleme haben, wieder
meine volle Leistung abzurufen. Ich habe noch einen Sieg geholt. Das ist nicht schlecht. Ich bin trotzdem noch nicht zufrieden mit der Ausbeute bisher. Wir haben jetzt 6 Siege und 3 Niederlagen. Damit ich quasi mit dem Start der Weekend League zufrieden wäre, müsste ich jetzt noch 4 Siege holen. Also 10 Siege und 3 Niederlagen, mit wär ich zufrieden. Das heißt doch nichts fürs Ende. Ich kann am Ende trotzdem dann total aufs Maul bekommen, oder ich kann auch schlechter dastehen nach 10 Siegen und am Ende trotzdem noch meine 17 Siege holen. Das weiß man immer nicht. Es gleicht sich ja meistens relativ aus. In der letzten Woche habe ich 16 Siege geholt. Das wäre eigentlich wieder cool, weil 16 Siege bedeutet, ich habe die theoretische Chance, Elite 3 zu werden im Monat. Was ja schon mal geil wäre, weil man dann 11 Infos bekommt und nicht nur 3. Deswegen 16 Siege wäre schon wieder cool, aber das kann ich jetzt mal gar nicht sagen, wo die Reise hingeht. Ich weiß nur, ich habe ein Spiel durch eigene Dummheit verloren. Und das war einfach so scheiße gespielt. Das war richtig schlecht. Aber egal. Ich habe das Gefühl, ich habe in dem Spiel, ja, ich habe es halt gewonnen, deswegen fühle ich mich gerade ganz gut, was die Premier League angeht. Aber mal gucken, wie sich's weiterentwickelt. Ich glaube nicht, dass alle Spieler, die ich jetzt da so stehen habe, dass die da so bleiben und ich sage, oh geil, ich habe schon das perfekte Team zusammen. Wie gesagt, bei meinen Außenverteidigern weiß ich halt noch nicht so richtig. Also ich habe immer so ein mulmiges Gefühl mit der Pace, weil ich merke halt schon, dass es Situationen gibt, wenn der Gegner außen durch ist, auch wieder in dem Spiel. Wenn der Gegner außen durch ist, vor allem auf der linken Seite, wo, wir können ja mal reingehen, vor allem auf der linken Seite, wo Baines spielt, klar, da kommt zwar auf über 80 von der Pace mit seinem Shadow, und er hat auch ein gutes Stellungsspiel und er hat auch ein gutes Passspiel und alles, aber das Problem bei ihm ist halt auch, er hat hohe Arbeitsgrad nach vorn in die Offensive, und es deutet halt dafür, dass er auch eher mal hinten fehlt. Also bei den Außenverteidigern, vor allem bei Baines, spiele ich mit dem Gedanken, mir andere zu holen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass Baines zu langsam ist als Außenverteidiger, und wenn es eine schnellere Alternative gibt. Und ja, wie gesagt, ich habe auch wieder in dem Spiel gemerkt, manchmal rennst du halt hinterher und kommst aber nicht mehr gut in den Zweikampf rein, weil du nicht mehr schnell genug bist. Bei Coleman, da ist halt nochmal 4 Punkte besser, da ist es mir eigentlich noch nicht aufgefallen. Also ja, da ist 4 Punkte besser und da ist es mir eigentlich noch nicht aufgefallen. Der hat auch hohe Arbeitsrate in der Offensive und in der Defensive. Und ich glaube, auf der Linksverteidigerposition gibt es irgendwie Van Aanholt oder Van Aanholt oder irgend sowas. Der hat, glaube ich, 90 Pace auf der Karte stehen. Wir können direkt mal gucken. Also den würde ich wahrscheinlich, er ist, glaube ich, sogar ein Tick billiger als Baines. Baines ist glaube ich, sogar teurer. Der hat über 100.000 gekostet und Aanholt kostet, glaube ich, nur 80 oder so. Ja, genau. Patrick Van Aanholt ist es, glaube ich. Ja, genau. Es ist zwar nur ein 81er, hat logischerweise viel schlechtere Defense-Werte und so. Aber er ist halt einfach mal viel, viel schneller. Und gerade wenn der halt, gut, der hat auch hohe Arbeitsraten im Angriff, das ist nicht so geil. Aber gerade wenn der halt mal hinterher rein muss, der holt ihn halt an eher ein. Deswegen, ich kann auch nochmal gucken, weil hier gibt es noch irgendwelche anderen interessanten Linksverteidiger. Aber ich glaube, Van Aanholt ist dann der nächste interessante. Und ich glaube, den würde ich gerne mal testen, da ich das Gefühl habe, dass Baines einfach ein Tick zu langsam ist. Was kostet denn der jetzt hier? 92.000. Die Frage ist halt, ob ich ihn dann einfach nur mit einem Chemistry-Style spiele, der wie zum Beispiel Backbone Pass Defense Physis verbessert, oder ob ich ihn mit einem Chemistry-Style spiele, der auch nochmal Tempo boostet. Das muss ich mir nochmal bei Foothead genau angucken. 92.000. Wenn der halt noch ein Tick schneller wäre, der Leighton Baines, dann wäre das alles nicht so das Problem. Aber so ist es halt, ne, unangenehm. 89. Okay, 89 ist das Billigste. Zumindest momentan. Vielleicht gibt es dann auch morgen einen Preis da drin. Also ich kaufe ihn mir nicht jetzt, wenn, dann kaufe ich mir morgen. Aber das ist halt schon so mein Gedanke, dass das so ein bisschen die Schwachstelle ist. Außenverteidigerposition. Der ist ja auch über die Außenverteidigerposition genau auf der Seite, wo Baines spielt, wo dieser Arnold dann spielen würde. Genau da ist auch dieses hässliche 1-0 vom Gegner gefallen. Weil ich glaube, auch Baines wieder nicht hinterhergekommen ist. Also meine Gedanken gehen schon stark dahin, dass ich die Position schon als erstes austauschen werde. Wahrscheinlich schon vorm nächsten Spiel, aber ich werde mir Arnold erst morgen kaufen, weil ich glaube, der ist dann tagsüber billiger als danach. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.